Ostküste. East Coast. Eddie Cook. Oder Coke? Nein, Cook. Eddie verdient sich seinen Lebensunterhalt als legitimer Fahrer in der Welt des Motorsports. Da er aber keine Sponsoren hat, bleibt ihm das große Geld verwehrt. The Run ist für ihn die Chance, das zu ändern. Okay. Ein legales Rennen, in dem man Sponsoren finden soll. Ich weiß ja nicht so genau, ob das so eine gute Idee ist. Es kommt gleich wieder ein Dialog. Die letzte Etappe. Fast geschafft, Jack. Ich sehe dich in Manhattan. Stand sie da wieder in ihrem Pornoraum? Oder was auch immer das war? Wie wird das ausgesprochen? Cook? Cook? Ist mir auch egal. Ich bin kein Engländer. Zum Glück. Zum Glück sehe ich nicht so aus wie ein Engländer. Oder wie ein Amerikaner. Wenn ich Amerikaner höre, dann denke ich immer an mein Gebäck, aber egal. Weg, weg da. Habt ihr das gerade gesehen? Nichts? Was war das? Das ist irgendwie so ein Försterhaus-Ding, wie auch immer. Hochsitz. Ich sollte eigentlich gar nicht auf solche Kleinheiten achten. Ich sollte vielmehr auf das Spiel mich konzentrieren. Sollte hier nicht eigentlich Wasser hochspritzen? Voll abspritzen an der Seite? Naja, ich weiß ja nicht, woran ihr bei abspritzen denkt. Klein Perversling. Ich zum Glück ja nicht. So. So, immer schön aufpassen, dass ich im Gegenverkehr bleibe. Es sei denn, es kommt Gegenverkehr. Kann ich mal ein bisschen mein Nitro auftanken. Gut, das sieht doch mal ganz fein aus. Oh, schön. Das war's ja schon. Beendet. 2 Minuten 0580. The Run Position 10. Ach, schön. 525 XP. Perfektes Rennen. Alle Resets übrig. Juhu. Und Fahrerstufe 12 erreicht. Profilhintergrund. Ja. Weiß man mal wieder nicht, was man davon halten soll. Ja, der sieht schon besser aus. Der sieht noch besser aus. Ah, jetzt haben wir Eddies Auto gewonnen. Und ich würde mal sagen, ach, das gleiche, wie ich jedes Mal sage, ich würde mal sagen, wir setzen mal The Run fort. Ja, ich habe bereits gerade 3 Resets total unnötig verballert gerade. Das habe ich jetzt einfach mal rausgeschnitten, das braucht ihr nicht sehen, das ist ja unnötig. Ja, wir befinden uns in New Jersey. Wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass New Jersey über New York liegt, was ja unser Ziel ist. Also ich hoffe, dass das so ist. Nicht, dass ich jetzt wieder Quatsch erzähle. Obwohl, wäre ja eigentlich keine Veränderung jetzt. So, komm her, du Kleiner, du Wicht. Nein. Ah, Mist. Ja, und ihr seht, ich habe gerade wieder ein Reset verbraucht. Ich schneide jetzt einfach die blöden Resets raus. Verdammt. Oh.
braucht sich keiner anzusehen. Wow, das war irgendwie gerade cool. Ich weiß zwar nicht, wieso das cool war, aber es war cool. Aha, aha, aha. Dann ist das Ziel, ja, da ist das Ziel, ja, yay. Ja, ich habe ziemlich viele Resets verbraucht, weil ich in den Gegenverkehr reingeknallt bin. So, die habe ich einfach rausgeschnitten, weil sie überflüssig sind. Weil sie das Rennen einfach nur in die Länge ziehen und euch das nervt und mich das auch nervt. Aber nervt es nicht. Ihr seht, ich hätte noch ein Reset übrig gehabt. Ihr könnt euch ja mal ausrechnen, wie viel ich verbraucht habe. Ja, ich habe mal wieder den Gegenverkehr mehr als leicht touchiert. Und deswegen... ja. Habe ich ein Reset verbraucht und... Führung halten. Okay, 15 Sekunden noch. So, jetzt 1, 0, ja. Tja, Pech gehabt, mein Freund. Yeah, sehr cool. Fahren gerade im Gegenverkehr. Ups, jetzt wird die Strecke aber mal ein bisschen kleiner. Verpiss ich mich mal. Ja, der hat uns jetzt da so ein bisschen rausgeschubst, diesen Reset schneide ich jetzt mal nicht weg. Ist ärgerlich. Vor Ärgernis erstmal durch ein anderes Auto durchfahren. Und erstmal voll im Gegenverkehr fahren. Und ich weiß, ich habe Nitro aufgeladen. So, das war die heikle Stelle. Ah, hier konnte man bestimmt einen coolen Sprung hinlegen. Hat bestimmt auch nochmal Nitro gebracht. Was? Kommt der denn auf mal her? Hier wird unfair gefahren, mein Freund. Nein, es wird nach meinen Regeln gefahren. So. So. Das war jetzt so ein bisschen durcheinander, aber... Naja, fahren wir irgendwie im Kreis oder so? Das, nee, doch nicht. Das kam mir gerade so vor. Vorne ist der nächste, den wir uns da schnappen werden. Hat kein Boni gebracht. Bisschen schade, aber egal. Oha. So, den habe ich erstmal ein bisschen abgedrängt. Ups. Die Landschaft kommt mir aber ein bisschen bekannt vor. Aus den Anfängen. Sieht aber sehr cool aus, muss ich zugeben. So, noch eine Sekunde und dann ist das Ziel. Juhu! Juhu, Jubelschreie. Yay! Wir haben es geschafft. Position 4. Ja, so ganz viele sind es nicht mehr vor uns, ne? Noch ziemlich genau 3. Okay. César de Leon. César ist auf den Straßen von L.A. aufgewachsen und hat eine durchwachsene Vergangenheit. Die Liebe einer guten Frau und die bevorstehende Geburt des ersten Kindes
haben Cäsar aber zum Umdenken gebracht. Mit seinen beiden Brüdern nimmt er an The Run teil und hofft auf die Chance, seine Familie ein besseres Leben zu ermöglichen.